herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurse und Akustik-Gitarrelern.de. Heute mit der nächsten Lektion in meinem Online-Ukulele-Kurs. Und zwar wollen wir uns heute nochmal mit Anschlagsübungen beschäftigen und unter anderem auch das sogenannte Standard-Schlagmuster dann uns anschauen. Standard-Schlagmuster deshalb, weil man das eben sehr oft verwenden kann, um Lieder zu begleiten. Dafür hole ich die Kamera wieder ran, damit ihr mir besser auf die Finger schauen könnt. Bis gleich. Also, wir machen weiter mit unseren Anschlagsübungen. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir spielen jetzt im Wechsel eine Viertel und zwei Achtel. Das wäre dann so. Eins, zwei und drei, vier und eins, zwei und drei, vier und zusammen. Zwei, drei, vier. Jetzt drehen wir das Ganze rum. Das heißt, wir machen jetzt 1 und 2, 3 und 4. 1 und 2, 3 und 4. Zusammen. 2, 3, 4. 1 und 2, 3 und 4. 1 und 2, 3 und 4. 1 und 2, 3 und 4. Diese beiden Muster werden insbesondere dann verwendet, wenn man halbtaktige Akkordwechsel hat. Das heißt, wenn zwei Akkorde in einem Takt vorkommen, dann bietet sich das eben an, ein Muster zu verwenden, bei dem beide Akkorde das gleiche rhythmische Pattern zugewiesen bekommen. Hm? Wobei es so ist, dass diese erste Variante, also dieses 1, 2, 3, 4 und 1, 2, das sehr, sehr, sehr viel häufiger gebrauchte als dieses 1, 2, 3 und 4 ist. Aber es ist eine gute Übung, beides mal gemacht zu haben. Beim nächsten nehmen wir nochmal zwei Achtel dazu. Das wäre dann 1, 2 und 3 und 4 und 1 und ja, zusammen 3, 4. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 3 und 4. Thank you.
Gut. Und dann schauen wir uns noch das sogenannte Standardschlagmuster an. Ich spiele es mal vor, das geht so. Das Ganze geht jetzt folgendermaßen. Wir machen einen Abschlag, dann kommt ein leerer Aufschlag und nochmal ab, auf. Machen wir es erstmal bis dahin. 3, 4, 1, leer, ab, auf, 4 und 1, leer, ab, auf, 4 und 1, leer, ab, auf, 4, 4, 3, 4. Jetzt kommt ein Aufschlag hinten dran und zwar so. 1, leer, ab, auf, leer und dann auf. 1, leer, ab, auf, leer, auf. 1, leer, ab, auf, leer, auf, 4. 1, leer, ab, auf, leer, auf, 4. 1, auf. Kommt nochmal ab aufgespielt, also so 1 leer, ab auf, leer auf, ab auf, 3, 4. 1 leer, ab auf, leer auf, ab auf, 4. 1 leer, ab auf, leer auf, ab auf, 4. 1 leer, ab auf, leer auf, ab auf, 1 leer, ab auf, leer auf, ab auf, 1 leer, ab auf, leer auf, ab auf. 1 leer, ab auf, leer auf, ab auf. Und jetzt spielen wir es mal im Kreis. 3, 4. Auf, ab, auf. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4. Ich hoffe, dass diese weiteren Anschlagsübungen dir eine gewisse Sicherheit schon gegeben haben. Wenn nicht, dann einfach nochmal das Video ein bisschen anschauen, mitspielen, üben, dann wird das schon werden. Vor allem das Standardschlagmuster ist ganz wichtig, wie der Name schon sagt, kann man das einfach sehr oft verwenden. Ist natürlich so eine Sache, man kann natürlich jetzt nicht nur dieses Muster nehmen, wenn man 10 Songs spielt und bei allen 10 das gleiche Muster, dann wird das natürlich langweilig. Aber man kann dieses Standardschlagmuster sehr häufig einsetzen und es klingt auch sehr häufig gut. Von daher ist es eben wichtig. Das war eben das letzte Muster, was wir zusammen geübt haben. Und ich hoffe, dass das dann auch schon ganz gut geht. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann gib mir den Daumen hoch, das würde mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Da wird sich in der nächsten Zeit noch einiges tun.
Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Ukulele, einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss!